Es ist Pokal, da können wir Spannung fast garantieren. Wir beide an den Kommentatorenmikrofonen, Frank Buschmann und Manni Breukmann. Gleich geht's los. Zwei Mannschaften, die in etwa ebenbürtig sind. Ja, da kann man, glaube ich, Manni, von Augenhöhe sprechen, von absoluter Ausgeglichenheit. Aber das könnte ja spannend werden. Schon in dieser frühen Phase des Pokals setzt der Trainer auf psychologische Tricks. Er hat tatsächlich in der heutigen Pressekonferenz gesagt, seine Mannschaft sei nicht hundertprozentig auf das Spiel fokussiert. Da wollen wir mal abwarten, wie die Reaktionen seiner Spieler darauf sind. Jetzt hat der Schiedsrichter die Partie. Angepfiffen. Kringel. So sieht ein Pass aus. Ja, hier, das wird ganz gefährlich. Achtung! Jajalo. Kann er sich den Ball holen? Ball im Seitenaus, Einwurf. Er muss ausgewechselt werden. Diese Verletzung ist einfach zu schwer. Ach, da machst du überhaupt nicht hinschauen. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Und Achtung, der könnte erstmal nur abgewehrt. Und da versucht er, den Ball zu bekommen. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Das sah gar nicht schlecht aus, aber jetzt sind die anderen wieder am Ball. Peter attackiert. Das macht gute Torschance. Oh! Und er ist drin!
Jajalo. Und er versucht's alleine. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Einwurf. Kringel. Und nun sind die Kölner dran. Ballbesitz für den FC. Das ist eine gute Position für den Einwurf. Und sie haben einen Spezialisten. Das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Jajalo. Und nun Matthias Lehmann. Das sieht gut aus. Und die Abwehr aufmerksam. Und der Abwehrspieler haut den Ball ins Seitenaus. Und der kommt genau an. Schuss und unglaubliches Tor. Ob er das wirklich genauso gewollt hat, jedenfalls zischt der Ball genau in die untere Ecke. Und das ist mit sehr viel Gefühl, das ist intelligent gemacht, ins untere Eck geschlenzt. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners. Wenn Sie das sicher nach Hause schaukeln wollen, müssen Sie mindestens noch einen drauflegen. Zur Pause steht es 2:0. In der Halbzeit eine knappe Führung. Ist es das schon gewesen? Ich kann da nicht recht dran glauben. Nee, also ich glaube, da ist noch alles drin hier, überhaupt keine Frage. Aber wenn das so weitergeht, dann dürfen die Jungs nach Hause fahren. Der Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite Halbzeit läuft. These. Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Ein wunderschönes Zuspiel. Er steht genau richtig, genau da, wo der Flankenball hinkommt. Stark gemacht. Der könnte passen. Gut gemacht vom Torwart. These. Das sieht gut aus für den ersten FC Köln. Achtung! Tor! Mein Gott, Buschi, das hast du auch gesehen. Das ist ein großes Tor gewesen. Ja, zum einen, wie er den macht, aber zum anderen, Manni, diese Vorarbeit zum Genießen. Eben viele technisch gute Leute. Das merkt man bei diesen Kombinationen. Ein sehr schöner Pass. Oh!
Das Bällchen ist noch heiß. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Da freut sich der Trainer. Das war jetzt gerade nicht die größte Herausforderung. Nicht wirklich. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Da wird der Trainer zufrieden sein. Und nun sind die Kölner dran. Ballbesitz für den FC. These. Er scheint sich da doch schlimmer verletzt zu haben, als wir das zunächst gesehen haben. Die beiden Teams haben sich nicht allzu viel geschenkt bislang. Und da dürften die letzten Minuten noch mal so richtig spannend werden. Anders an die Sache rangehen, da muss man kommen. Ja, er hat auf Freistoß entschieden. Das sieht sehr gut aus, wie die drauf sind in dieser zweiten Halbzeit. Trotzdem wechselt der Coach noch mal aus. Er bringt einen frischen Mann. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Das funktioniert gut, das Spiel ohne Ball. Er fängt nicht nur die Bälle, er spielt mit, der Keeper. Ja, und das sieht dann auch richtig gut aus. Das macht er ganz sicher und äußerst souverän. Und da gehen sie dazwischen. Das hätte was werden können. Noch ein Pfiff und dann ist es aus und vorbei. Der Schlusspfiff des Unparteiischen. Riesenjubel, sie sind eine Runde weiter. Manni, und der Traum vom großen Wurf erlebt.